Meine Damen und Herren, als Kandidatin der Partit Laborista, der Labour Partei für das Europäische Parlament, möchte ich Ihnen mitteilen, wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Als ich 16 Jahre alt war, war ich Kommunalsekretär in Imjar, Malta, dem Ort, an dem ich geboren wurde. Im Alter von 19 kandidierte ich zum ersten Mal für die Kommunalwahl und daraufhin nochmals. 2003 kandidierte ich dann zum ersten Mal für eine nationale Wahl. Ich kandidierte in den Jahren 2008 und 2013 erneut für eine Nationalwahl. Zweimal war ich die zweitplatzierte Kandidatin für einen Parlamentssitz. Während eines Treffens mit dem Premierminister Maltas, Joseph Muscat, im Sommer 2016 schlug der Premierminister vor, dass ich aufgrund meiner Studien in maltesischem und europäischem Recht sowie meiner verschiedenen Sprachkenntnisse für die Wahlen zum Europäischen Parlament kandidieren solle. Er versicherte mir auch, dass meine Erfahrung in der Politik und im Außenministerium unschätzbar sei für maltesischen Bürger, die ihr Land in solchen Foren wie dem Europäischen Parlament vertreten sollen. Er schätzte auch meine Ausdauer, meine Belastbarkeit und die Tatsache, dass ich trotz aller Missgeschicke so aktiv und unermüdlich an der Parteiarbeit teilnahm. Er unterstrich auch die Tatsache, dass wertvolle Politikerinnen wie ich nicht entmutigt und demotiviert werden dürften, da Malta dringend erfolgreiche Politikerinnen braucht. Als eine Person, die der Partit Laborista, der maltesischen Arbeiterpartei, treu ist, angesichts dieses Angebots, das mir nicht nur einmal, sondern zweimal gemacht wurde und aufgrund der Tatsache, dass Politik ein integraler Bestandteil meines Lebens ist und erst recht alles, was die Partit Laborista darstellte und immer noch darstellt, konnte ich die Bitte des Premierministers nicht ablehnen. Nichtsdestoweniger musste ich bezüglich dieser Idee mir noch Gedanken machen, denn ein Wahlkampf bedeutet monatelange persönliche Opfer, Monate ununterbrochener Arbeit. Es zieht zwar die Wertschätzung vieler an, aber auch die mangelnde Wertschätzung von so vielen anderen. Und es bedeutet auch finanzielle Opfer. Jedoch, wie immer, habe ich mir bemerkt, dass es mir nicht möglich ist, außerhalb der Politik zu leben. Politik ist in Wirklichkeit ein Teil meines Lebens. Für mich ist Politik nichts anderes als eine Art, wie man den Menschen um sich herum hilft und ihr Leben besser macht. Denn auch auf dem heutigen Malta können die Malteser nicht nur ein besseres Malta, sondern auch eine bessere EU
in einer besseren Welt anstreben. Es ist mir eine große Ehre, dass unser fähiger Premierminister mir die Gelegenheit gegeben hat, Teil seines Teams zu sein, um Malta zum Zentrum Europas und zum Zentrum des Mittelmeers zu machen. Die Erfolge von Premierminister Joseph Muscat als Staatsmann, der ein lokales Wirtschaftswunder schuf, lassen sich leicht in eine europäische und mediterrane Mission übersetzen. Durch die Wahl versierter Politiker und Politikerinnen kann Malta in der Tat das Beste in der Europäischen Union, das Beste in Europa, das Beste im Mittelmeerraum und das Beste in der Welt werden. Freuen wir uns gemeinsam auf Malta dreifach.